Ohne Klo. Aber Natur. Ah, ohne. Reich. Ja. Reich. Reich. Okay. Eine 1. Genau, dann brauche ich auch den Link. Link, Link, Link. Und dann drehen wir doch die Kamera gleich. So. Aber du bist ja die. Du siehst schon so verschlagen aus. So. Eins und Nummer 2. 2.0 später kann man mit echten Käse spielen. Ja. Mit Gouda, mit Stinkekäse. Das ist Limburger. Ein weiteres Element drin, genau. Das Geruchsspiel. Hallo Klickenabendler, wir haben hier das Spiel Cheese Thief oder auf Deutsch Käsedieb beim Heidelberg Games Verlag bzw. beim Jolly Sinkers ist die Originalversion rausgekommen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Art Werwolf-Spiel für Familien. In dem geht es nämlich darum, wer den Käse geklaut hat. Und klauen tut das immer der Käsedieb. Den erkennt man ganz einfach, nämlich die Maus mit dem Käse. Was da unten dargestellt? Ach ja, noch ein Auge. Alle anderen sind Schlafmäuse in verschiedenen Grafiken, aber sie schlafen. Das heißt, wenn wir es jetzt zu 6 spielen, suche ich 5 Schlafmäuse aus. Die restlichen Karten kommen beiseite. Auch die Sündenmauskarte, das ist noch eine Variante, die zeigen wir euch danach. Und man spielt das dann so, dass im Zweifelsfall 2 Komplizen dabei sind oder einer, das weiß man nie. Wenn man mit mehr Personen spielt, gibt es eine Mechanik, dass immer mindestens 2, maximal 3 Komplizen dabei sind. Wir spielen es jetzt in unserer Konstellation mit 6. Wir haben auch eine App, die habe ich mir auch gerade schon runtergeladen gehabt. Können wir also auch so spielen, dass einer mitspielen kann. Weil das ist ja der Hauptgrund bei den ganzen Mafia-Spielen, Werwolf-Spielen. Einer ist der Spielleiter und kann meistens nicht mitspielen. Danach kamen erst Spiele raus, nach relativ weltweiten Erfolg von dem Spiel kamen ja Varianten dann raus ohne Spielleiter. Vor allem mit App. Ne? Das machen ja viele so. Zum Beispiel das Werwolf-Spiel von Ravensburger. Genau. Das haben wir uns geholt. Genau. Wie funktioniert's? Wir kriegen die Karten, wir gucken sie geheim an. Der Mäuselieb ist der Mäuselieb. Alle anderen sind Schlafmäuse. Danach würfeln wir unseren Würfel. Das wird einmal laut fürs Mikro. Stellen das dahin. Gucken uns das ganze Ding an. Und wissen jetzt, zu welcher Uhrzeit wir aufstehen dürfen. Nämlich die App schleust uns dann durch oder der Moderator und sagt, alle Spieler machen die Augen zu. Jetzt macht um 1 Uhr alle Spieler mit der 1 die Augen auf. Und dann zählt er runter. 10, 9, 8 bis zur 0. Die müssen dann ihre Aktion gemacht haben. Die Schlafmäuse machen einfach nichts, außer neugierig zugucken, vielleicht grinsen oder sonst was. Aber sie machen nichts. Der Käsedieb muss, der kann sich nichts aussuchen, der muss den Käse klauen. Und schnappt sich den hier. Und versteckt den halt irgendwo an sich, am Körper, hinterm Laptop, was weiß ich. Ist ja nur ein Schwamm, ist jetzt nicht allzu schwer, den zu verstecken. Hinterm Ohr vielleicht nicht, das sehen die anderen. Wenn dabei eine Schlafmaus wach ist, eine, dann ist es total simpel. Man klaut den Käse, die Schlafmaus ist wach, man zeigt auf sie. Und das ist jetzt ein Komplize, den ich bestochen habe. Das heißt, die möchte nicht, dass ich entdeckt werde. Wenn aber mehr als eine Schlafmaus wach sind, was dem Zufall durch den Würfel erlaubt ist, dann ist es wie folgt. Ich suche mir einen davon aus, der ist mein Komplize. Alle anderen sind ja Zeugen, dass ich geklaut habe. Die wissen also, wer der Mäusedieb ist. Das heißt nicht, dass das was bringt. Und da war noch irgendwas, das habe ich vergessen. Jetzt muss ich gerade gucken. Das die rechte Hand in die Mitte? Ich habe tatsächlich eine richtige Regel vorhin vergessen, aber dafür haben wir jetzt ja erst den Livestream, wo ich es erkläre. Sollte eine Schlafmaus aufwachen und ist die einzige Maus, die gerade wacht, nur dann darf sie das Würfelergebnis eines anderen Spielers anschauen. Das heißt, wir müssen auch noch gucken, vielleicht tun wir dann doch die Schachtel weg, sehe ich gerade. Weil sonst kommen wir nicht an die Becher ran. Ja, wir schieben die Becher. Die Becher müssen wir tatsächlich in die Mitte schieben. Probieren wir gerade mal. Jetzt nicht würfeln müssen dafür jetzt. Also eine Schlafmaus darf dann an einen Becher, ihr müsst ja auch nicht an den hintersten dann dran, das ist ja nicht schlimm. Es ist eh nur einer und dann wisst ihr, wann der aufwacht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber das darf man nur, wenn man alleine ist. Das waren alle Regeln. Wenn dann alles... Nach dem 6. Weckruf gibt es nochmal alle ihre Augen wieder öffnen. Und dann sagt der Moderator nochmal, alle strecken jetzt ihre Hand aus. Alle schließen ihre Augen. Und der eine Dieb, der berührt eine Hand.
schnappt die. Derjenige macht die Augen auf und der weist dann den Dieb und der Dieb weist den Komplizen. Dann wird alle wieder geschlossen und dann wird diskutiert. Nicht beliebig lang, irgendwann mal muss auch Schluss sein. Und dann wird runtergezählt 3, 2, 1 und alle zeigen auf den Dieb. Und wenn das der richtige Dieb war, hat der und alle Komplizen verloren. Wenn es ein Komplize, eine Schlafmaus ist und nicht der Dieb, hat der Dieb gewonnen. Bei Gleichstand bei verschiedenen Spielern darf der Dieb unter beiden nicht sein. Und wenn es später die andere Maus ist, dann hätte die gewonnen. Das war's. Mehr Regeln hat das Spiel nicht. Ah, und jetzt verstehe ich auch, der zweite Komplize kennt ja den ersten Komplizen nicht. Guten Morgen, Thomas. Die Komplizen kennen sich nicht, wenn ein Komplize entdeckt worden ist. Bei der Klauphase kennen sie sich nicht. Genau. Richtig. Ja. Wenn er das ist nur mit mehr Spielen. Es gibt dann mit mehr Spielen tatsächlich, dass du zwei berührst. Die kennen sich, aber nicht den Dieb. Das gibt's auch. Und wenn es ganz viele Personen sind, kennen sich alle drei. Ist je nach Personenzahl unterschiedlich. Was ganz lustig ist. Wie viel geht? Bis 8. Ne? Bis 8. Mhm. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an und würfeln, weil das ist ja das Leichteste. Gucken die Zahl an, schieben sie in die Mitte und merken uns die Zahl. Die ändert sich ja jetzt nicht mehr. Dann werden die Karten gemischt. Das sind 5 und der Dieb. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gucken wir uns die Karte an. Damit weiß jeder, wer jeder ist. Und jetzt hole ich noch die App raus. Oh. Ui. So, da haben wir die App. Dann müssen wir markieren, wie viele Spieler wir sind. Wir haben den links und 1, 2, 3, 4, 5 Schlafmäuse. Und ja. Die Sündenmaus ist nicht dabei. Mhm. Gut. Du musst aber jetzt genau die Mäuse raussuchen, die wir auch haben. Nein, das kann ich ja nicht. Kann ich schon vorher, will ich aber nicht. Das kann ja jeder sein, ja, aus seinem Tim. Jeder genau. Drückt jetzt seine Maus auf die App. Dann sage ich mal. Er will mein Lied. Alle dann die Augen schließen und ich starte die App. Jetzt beginnt die Nachtphase und wir müssen alle schlafen gehen. Alle Spieler schließen bitte ihre Augen, ohne heimlich zu gucken. Es ist jetzt 1 Uhr morgens. Alle, die eine 1 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 2 Uhr morgens. Alle, die eine 2 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Alle, die eine 3 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Alle, die eine 4 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 5 Uhr morgens. Alle, die eine 5 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Alle, die eine 6 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder.
Alle strecken jetzt ihre rechte Hand zur Mitte hin aus. Käsedieb, öffne deine Augen und wähle deinen Mitläufer, indem du schweigend seine Hand berührst. 5, 4, 3, 2, 1. Mitläufer, öffne deine Augen und mache Augenkontakt mit dem Käsedieb. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt ihr beiden wieder eure Augen. Die Nacht ist vorüber. Alle öffnen jetzt ihre Augen. Oh nein, der Käse wurde gestohlen. Oh Gott, mein Gouda! Um den Käsedieb zu entlarven. Okay. Ich bin sehr. Meinst du er? Ja. Warum? Weil er so guckt. Nur weil ich so dick bin, ne? Ja. Weil du da den Käse versteckst. Ja. Und ich da den Käse drunter versteck. Ja. Das wäre kein Klärkleber. Ich habe gut gefrühstückt heute. Also ich sag's mal so, bis zur Tageszeit 3 war der Käse noch da. Das kann ich bestätigen. Das kannst du bestätigen. Zur 2 war er nämlich auch noch da. Also bis da wäre dann... Der war auch locker bei der 4 noch da. Ist das so? Ja. Bei der 8 auch. Ja, okay, ich war's. Bei uns war er noch da. Bei mir war er noch da. Was hast du für eine Zahl gehabt? Ich habe ziemlich spät. Irgendwie hat der Tobi sich dann nochmal bewegt. Ja, nein, nicht zeigen. Also der Erik hat gerade behauptet, bei ihm war noch da, aber hat sich nicht mehr an seine Zahl erinnert. Das ist, das ist schon mal merkwürdig. Ja. Also ich kann die Niki soweit schützen, weil ich habe unter ihrem Becher geguckt und sie war nach mir dran. Ich habe auch unter deinem Becher geguckt und du warst nach... Was? Ja, das kann ich du warst sagen. Nach mir dran. Nee, das, ach, das stimmt, du hast die 2. Richtig, du hast die 2, nicht die 4. Warum habt ihr denn unter Becher geguckt? Weil wenn man alleine aufwacht, dann darf man unter einem Becher gucken. Nicht gesagt. Doch. Hat er nachts gesagt. Um 3 Uhr war ich alleine. Um 2 war ich auch alleine. Ja, Entschuldigung, unter deinem Becher war die 2, korrekt. Ja, genau. Ja. Du hast gesagt, wenn die Käse raus aufwacht. Dann hast du nicht ganz zugehört, weil der Rest hat ja verstanden. Wenn du Schlaf machst, nee, ich aber ist nicht schlimm. Dass die wärst du denn alleine gewesen? Ja. Ja, dann ist halt doof. Oder offen erzählt. Ja, aber ich wusste, dass die Niki vor mir war. Korrekt. Das heißt, ich kann für sie sagen, sie ist nicht der Dieb, weil der Käse war ja noch da. Ja, aber wenn jemand so schnell schon jemanden beschuldigt, dann ist sie auch verdächtig. Nicht wahr? War denn jemand um 6 Uhr wach? Also ich war nicht um 6 Uhr wach. Um 5 nur der Erik? Ich. Um 5? Ja. Er sagt ja auch, er war um 5 wach. Ja. Also habt ihr und da war der Käse noch da? Ja. Das ist also schlecht, wenn keiner die 6 hat, der Kollege. Also ich war um 4 Uhr alleine wach und da war der Käse noch da. Das kann ah, das okay. Ja, und er hat gerade gesagt, es hat keiner gesagt, er hat eine 6 und er sagt, um 5 war noch da. Das ist aber schlecht. Ja. Nee, ich habe einfach keine. Aber warst du um 1 wach? Vielleicht auch nicht. Wenn er mit ihm zusammen wach wäre, wäre aber auch die Frage, wer ihn geklaut hat. Ja. Naja, oder ich war um 6 wach. Also du willst einfach nicht sagen, wann du wach warst. Nein, ich habe nichts gesagt. Auf die Frage war... Man sieht deine Hände. Um wie viel Uhr warst du denn wach? Du musst ja ein Interesse haben, nicht gewählt zu werden normalerweise. Um 6. Um 6. Und war er noch da? War der Käse da? Also normalerweise wäre sie für mich jetzt die Sündenmaus, aber die ist nicht drin. Ja. Genau. Aber ich finde, es ist also... grenzt sich schon so ein also bisschen ich habe auch das Gefühl, die zwei, die zwischen uns immer sind. Und sie will die Komplizin spielen, meinst du? Ja. Das kann auch sein. Ja. Sie wollte nicht so richtig was sagen. Nee, sie wollte auch nicht sagen, ihre Uhrzeit wollte sie nicht sagen. Das grenzt sich schon so ein bisschen ein. Ne? Und er hat gelacht. Jetzt die Frage, ob er oder er den Käse geklaut hat. Auf jeden Fall weiß er was. Ja. Ja, aber wer hat den Käse geklaut? Wer hat den Käse geklaut? Wer hat den Käse aus der Luft geklaut? Ja, vielleicht. Was ist da hinten los? Möchtest du was sagen? Möchtest du dich von Ach so, das Anfassen geht's ja auch noch. Man kann auch jemanden also, berühren. Das ist ja... Ja. Das haben wir ja nicht vergessen. Ja, sie wollte ihre Zahl nicht sagen, wo du groß Interesse dran hast eigentlich. Wir haben vielleicht 2 Komplikationen. Wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, das zieht sich ziemlich... Weil als Schlafmaus willst du nicht gewählt werden. Ja. Und als Käselieb willst du nicht gewählt werden. Nur als Komplize willst du gewählt werden. Also...
Bis ich dran war, war er noch da. Ja, und der fünften Runde, haben wir verstanden. Ja. Ja. Also ist er in der fünften oder in der sechsten Runde. Aber er war ja mit dir wach. Hm? Er war noch da. Ich würde fast auf ihn tippen, ne? Dann machen wir doch hier mal die Abstimmung. Wer ist der Käsedieb? 3, 2, 1. Abstimmung. Hammer 3. Bist du der Dieb? Ja, er will. Und du warst mit ihm wach? Ja, Komplize. Und dich hat er berührt? Ja, nee. Ich hab sie berührt. Was? Ja, ich hab dich berührt. Weil du hattest mich nicht berührt, aber mich darfst du nicht berühren. Und ich hab dann meine Augen auf. Mich darfst du nicht berühren. Wo haben die es gemacht? Er war schon dein Komplize. Ja. Ja. Du darfst ihn nicht nochmal berühren, dann musst du jemand anderen berühren. Ja. Kann er schon, das macht doch keinen Sinn. Es war dann schon fast rum und dann habe ich einen Touch gehabt. Da dachte ich, jemand hat mich aus Versehen berührt. Mhm. Dann habe ich aber Augen aufgemacht, alle hatten Augen zu, habe dann zu dir geguckt. Dann hattest du plötzlich die Augen auf. Dann dachte ich, ah, okay, dann wird es Zeit. Okay, ja, ich verstehe. Ich wusste, dass die anderen Komplizen also, ist. Tatsächlich habe ich die Zahl hier vergessen. Aber das ist ja ein wichtiges. Gut, du hast dann leider nicht mitbekommen, aber es ist ja ein Element. Ich habe verstanden, dass du gesagt hast, der Käsedieb dürfte. Wenn niemand die Augen aufmacht. Käsedieb muss seine Aktion machen, alle anderen. Aber es ist tatsächlich ein wichtiges Element. Wenn ich sehe, dass der Käse da ist und Niki war vor mir, kann sie es ja gar nicht sein. Genau. Das hat mir geholfen, aber jetzt auch nicht allzu viel. Also wir konnten uns dadurch gut ab. Ja, aber ich habe mich ja unglaubwürdig gemacht, weil ich dachte, es war eine 4, aber es war ja eine 2. Ich habe auch bei Niki geholfen, weil ich alleine bei. Ach, du hast auch bei Niki. Aber warte mal kurz, ich will meine Karte nochmal wieder haben, weil ich weiß nicht, wer Andi mir damit was sagen wollte. Komm, wir nehmen die und gib das hier in den Vogel, ja. Wollen wir noch eine kurze Runde mit Sündenmaus spielen und die Jana aber weiß jetzt, dass sie gucken darf, wenn sie nicht der Käsedieb ist. Aber dann der Erik hat es richtig gut eigentlich hingekriegt. Da merkt man, dass er schon Werwölfe gespielt hat. Ja. Ja. Wobei ich hatte echt keine Ahnung, wie ich dann aus dem, wie man dann da wieder rauskommt. Aus dem Dilemma wieder rauskommt. Ich glaube, das Problem ist, deine Uhrzeit ist halt keine Geheiminformation, die willst du taktisch nutzen. Und sein Problem war, dass keiner gesagt hat, 6. Und er hat behauptet, der Käse war noch da. Das und kann ja nicht sein. Damit war es ganz klar, dass es einer von den beiden richtig sein muss. Dann blieb nichts. Mir nur übrig zu sagen, es ist die 6, aber dann war es eigentlich auch schon total klar, dass ich dann, ne, dass ich dann auch nicht sagen kann, das sind die taktischen Elemente. Ich habe den Käse genommen, weil also, das würde ja auch niemand sagen. Er hätte sagen müssen, der Käse war schon weg. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Oder du hättest Glück gehabt und sie hätte vorher gesagt, sie war um 6 wach, weil dann, ne? Hätte sie den Verdacht auf sich lenken können, das hätte ja auch gelangt. Ich war die Letzte, die wach war, ich habe den Käse geklaut. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass niemand von euch um 6 wach war, weil ich hatte ja keine... Richtig, aber ich habe ja gefragt und keiner hat was gesagt. Das wäre auch komisch, aber hättest du sagen können, doch, ich war um 6. Aber das, je nach, du musst schnell... Ja. Ne? Also es sind taktische Elemente drin, tatsächlich. Nicht? Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal die Sündenmaus. Selbst wenn sie Komplize ist, sie gewinnt als einziger Spieler, wenn auf sie getippt wird mit den Mehrheiten und wenn Gleichstand ist auch... und möchte, ja, sie möchte beschuldigt werden, warum auch immer. Ne? Weiß nicht. 1, 2, 3, 4, Zack und Sündenmaus. Dann mischen wir, wir würfeln einmal. Gucken runter, schieben den so hin, dass es geht, merken uns die Zahl. Und jede Maus, die jetzt nicht der Käsedieb ist und ist alleine, ich gucke nochmal, ob es der Käsedieb darf, aber der macht ja was ganz anderes. Wenn eine Schlafmaus ihre Augen öffnet, also auch nicht die Sündenmaus anscheinend. Das ist ja eine Schlafmaus. Und die Sündenmaus ist ja keine... Doch, die schläft auch. Die ist ja schlafend dargestellt. Ja, aber das ist jetzt die Frage. Das steht so nicht da. Aber die muss ja irgendwann ihre Augen öffnen, sonst kann sie. Richtig. Jetzt ist die Frage, ob sie mit der Schlafmaus die Sündenmaus inkludieren, weil sie schläft. Ja, würde ich schon Ich hätte sagen. Jetzt thematisch gesagt, ja. Ja, ja. Weil nur der Käsedieb hat die Augen immer auf und die anderen haben immer... Also wenn sie alleine ist, wenn es 2 Schlafmäuse sind oder ein Käsedieb, kann sie nichts machen. Aber wenn sie alleine ist, dann darf sie bei einem gucken. Mhm. Okay. Dann versuchen wir das jetzt mal mit Sündenmaus. Ich habe mir meine Karte noch nicht angeguckt. Mhm. Und ich gucke nochmal. Ich glaube, ich habe meine Zahl wieder vergessen. Ich honk. Wir müssen ein bisschen Schwierigkeiten, den Andi überhaupt so zu sehen, weil sie ist komplett weg. Vorhin ich habe aber so vorhin, ich hab vorhin auch so gemacht. Also ja. Der Tobi muss sich nur zurücklehnen. Der Tobi dann muss geht ein das. Bisschen sich zurücklehnen. Tobi, lehn dich mal zurück. Ja. Mach doch, chill doch mal. Ja. Chill mal die Basis. Chill mal die Basis. Chill mal die Basis. Jetzt beginnt die Nachtphase und wir müssen alle schlafen gehen.
Alle Spieler schließen bitte ihre Augen, ohne heimlich zu gucken. Es ist jetzt 1 Uhr morgens. Alle, die eine 1 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 2 Uhr morgens. Alle, die eine 2 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Alle, die eine 3 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Alle, die eine 4 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 5 Uhr morgens. Alle, die eine 5 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen. Führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Alle, die eine 6 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt eure Augen wieder. Alle strecken jetzt ihre rechte Hand zur Mitte hin aus. Käsedieb, öffne deine Augen und wähle deinen Mitläufer, indem du schweigend seine Hand berührst. 5, 4, 3, 2, 1. Mitläufer, öffne deine Augen und mache Augenkontakt mit dem Käsedieb. Der Erik ist aber auch mal verdächtig. 4, 3, 2, 1. Jetzt schließt ihr beiden wieder eure Augen. Die Nacht ist vorüber. Alle öffnen jetzt ihre Augen. Oh nein, der Käse wurde gestohlen. Viel besser wäre es, wenn er noch da ist. zwei Käse, der erste hat ihn zurückgebracht. Ja. War denn einer um 2 Uhr wach? Um 3? Ja. War der Käse da? Ja. Das ist aber ich schlecht. Auch. Du warst auch um 3? Ja. Das ist schlecht, weil ich war um 4 Uhr wach und der Käse war weg. Wie erklärt ihr mir das als Dreier? Also um 1 war er noch da. Um 1 war auf jeden Fall der Tobi wach, weil der hat eine 1. Ich weiß. Hä? Du hast eine 1, woher weißt du das? Da war er irgendwann um 3 vielleicht alleine. Warum hast du geguckt? Wenn der schon unter Würfelbecher guckt, ne? Dann kann er jetzt erzählen, wann er aufgestanden ist. Aber das muss ja nicht stimmen. Das ist wahr. Der redet nämlich bist du der Quatsch. Zweite Komplize? Der redet Quatsch. Auf jeden Fall ist der Andi nicht die Sündenmaus. Stimmt, der will nicht den Verdacht auf sich lenken. Genau. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du bist nicht die Sündenmaus. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja. Aber wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil du möchtest ja den Verdacht haben als Sündenmaus. Ja. Das ist gut. Achso, ja, das ist richtig. Ja, ja. Genau. Ja. Gut deduziert. Wenn du jetzt doch die Sündenmaus wärst, wäre das fein. Dann hast du das Spiel nicht verstanden. Das stimmt. Mhm. Ja.
Also Tobi hat aber zugegeben, um eins wach zu sein. Ich gehe davon aus, der Quäse war da. Ja. Er war noch da, als ich da war, ja. Jetzt bin ich auch wach. Ich glaube nur meine Uhr morgens. Wann bist du auch wach? Meins. Aber viel wichtiger wäre die Frage, war der Käse noch da, als du wieder eingeschlafen bist? Was ist das für ein Schwachsinn? Und nicht beim Aufwachen. Ja. Beim Aufwachen war er auf jeden Fall da. Ich finde es viel schlimmer, dass die zwei, die vor mir waren, gesagt haben, der Käse war da und bei mir war er genau nicht da. Eine Runde später. Das ist nicht gut. Das wäre ein Komplize und er vergreift mich ja, das wäre der zweite. Meinst du? Ja. Und ich habe mich gut gestimmt. Warum eins macht, da war der Käse da. Ja, ist schon klar. Soll schon wieder der gleiche Käsedieb gewesen sein. Nee, ich weiß ja nicht, wer von euch beiden es ist. Kann ja sein, dass du es bist. Nö. Oder. Das Blöde ist. Ich bin mir noch nicht sicher, weil. Sagen wir mal. Muss auch die Sünden machen. Ja, genau. Das ist noch mein. Die haben wir ja auch noch. Wir haben noch die Sünden. Wir haben noch nicht die Sündenmaus und wir wissen auch nicht, wer der Käsedieb ist. Die Sündenmaus könnte ja dabei sein. Also sie ist ja bei, aber. Ja, aber du bist die Sündenmaus und willst nicht, dass irgendjemand auf mich tippt. Auf dich. Total toll. Nein, genau. Nein, du so offensichtlich, niemand soll auf mich tippen und dann am Ende bist du es nicht doch. Mm. Und das ist so dieses Hütchenspiel. Tobi? Schwierig. Ich finde es auch gerade schwierig. Ihr zwei seid keine große Hilfe, wenn ihr so schwierig findet. Um wie viel Uhr warst du denn wach? Um eins. Also ich kann vier Personen ausschließen. Das heißt, du hast dann ihn und sie gesehen, weil sie... Nein, ich habe ihn und einen Tobi gesehen. Ihr habt euch zu dritt gesehen. Wir haben uns zu dritt gesehen. Ihr habt euch einfach nur angegrinst. Wir haben einfach dumm aus der Wäsche geguckt. Das war der Mensch. Und da du nicht die Sündenmaus bist, haben wir jetzt das Problem, dass... Die Sündenmaus einer von den beiden. Rein oder von, also, ja. Erik sagt gar nichts. Der zerreißt gleich vor Lachen. Der weiß nicht, wie er drauf reagiert. Erik, wer hat denn den Käse geklaut? Will ich doch nicht sagen. ja. Muss sagen. Gut, ich hab meine Theorie. Hallo, Jana. Genau. Ich habe auch das Gefühl. Ich vermute, der Erik ist der Käsedieb und die Jana ist die Sündenmaus. Das heißt, wir müssen eigentlich den Käsedieb treffen. Warum meinst du, dass er der Käsedieb ist von den beiden? Weil er gar nichts sagt. Das ist richtig, aber sie hat gerade eben, als ich gesagt habe, sie ist, also erstmal so... Mm, mm. Was ein Herz noch verloren. Also ich habe meine Entscheidung, aber ihr müsst ja noch... Abstimmung? Oder? Ja. Okay, ja, wenn ihr keine Argumente mehr habt. 3, 2, 1. Abstimmung. Was? Oh, jetzt wird schwierig. Also zwei gucken auf mich den zeigt Erik. Eine. Wieso zwei auf den Erik? Einer zeigt auf den Erik. Nein, der Tobi und ich. Und du? Die Jana zeigt auf dich. Ich? Der Matthias zeigt auf dich. Ja, dann der Erik. Und dann der Erik. Oh. Ich bin zweimal Käsedieb, was ist da los? Und du hast diese Mauer. Nein, die hast du gut gespielt. Aber wann warst du? Du warst bei zwei. Der hat mich gelogen. Der war nämlich nicht bei der 3. Ich war bei der 3 und hab beim Tobi geguckt und gesehen, dass er. Also, ihr habt beide bei der 1 geguckt. Das hat, hat Jana aber perfekt ihren Sündending ausgespielt. Ich dachte, du bist bei der 3. Ich hatte das auch gar nicht. Ja, ich hab ihn auch auf der 3 gemeint und dachte, du wärst die 4. Also, ich wäre auf die Jana reingefallen. Ja. Sehr gut. Okay, und ich war zwei Käsedieb, was eine Frechheit war. Ja, na, ist doch okay, aber Käsedieb ist doch die lustige Rolle. Nein, ist nicht. Funktioniert, wa? Ja. Also, das sind alle, das sind, oder wenn dann jede Runde. Also eins. Kann auch die Sündenmaus sein. Das stimmt. Das sind alle Varianten, die das Spiel hat. Der Unterschied ist noch, wenn man zu 8 spielt, dann kennen sich halt alle. Wenn man zu 7 spielt, kennen sich genau die zwei Komplizen, aber nicht den Käsedieb. Was auch nochmal spannend ist. Und ich weiß nicht, zu 4 müsste ich gucken, war es irgendeine andere Mechanik. Ja, das Spielmaterial geht eindeutiger in die Richtung, die man kennt. Aber deutlich leichter, ne? Nicht zig Fraktionen, nicht Sonderziele, nicht wer kennt was war es, Liebespaar, ne? Wenn der eine stirbt, stirbst du mit und so Zeug gab es ja auch. Und jede Runde fällt einer weg, gibt es ja auch nicht. Und es hat ein harmloses Thema. Was meint ihr denn so? Also es ist ein nett, süßes, kleines Familienspiel und ich weiß nicht, ob sogar die Vorstufe von Werwölfe wäre, um Familien an das Thema ranzubringen. Ab 8
Okay, Erik, muss man sagen, Erik kennt seit einem Jahr Werwölfe, hat eine Schulferien schon gespielt. Mit der Schulklasse? Nein. Eine Ferienbetreuung. Weil zu viert geht es ja Werwölfe nicht so gut. Ich war nee, die waren immer relativ viele. Ich war der Einzige aus der ersten Klasse. Ja, aber das hast du immer gerne erzählt. Also ich glaube, ihm macht das auch Spaß und man hat auch gesehen, der kommt auch gut in der Rolle klar, auch wenn er erwischt wurde. Mhm. Aber ist jetzt nicht, also kann man gut mit Kindern auch spielen, finde ich. Mhm. Ja, das und ist für Kinder ist das super. Ich habe gerade eben nochmal gehört, weil bei Werwölfe hast du ja manchmal das Problem, wenn du unter Karten gucken willst und sowas, was so Geräusche macht. Oder ja, so, ne? Das hast du hier ja nicht, weil der Becher. Schwierig. Ja. Der Becher, das geht, glaube ich, ganz gut, muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe einfach so gemacht. Es ist ja keiner auf. Also, genau. Ich finde Werwölfe besser. Wieder. Dann gibt es halt mehr, kannst du gleich sagen. Das mit dem Käse ist natürlich super, weil das merkst du wirklich nicht. Also das habe ich beides mal wirklich nicht mitgekriegt, dass der weg war. Obwohl er direkt neben dir klaut, ja. Also das hat Eri auch gut gemacht, der hat mich auch anstoßen können. Mhm. Er hat mich dann natürlich angetickt als Komplizen, klar. Mhm. So. Das war irgendwie klar, ja. Genau. Ja, also ist für Kinder, glaube ich, ein guter Einstieg, das zu machen. Das Material ist schön. Irgendwie. Ja. Kinderspielprofi, der beide kennt, ja. Du findest das Werwölfe besser, weil? Ja, weil man hat da mehr, man kann da mehr Rollen spielen. Mhm. Also es gibt auch ein Blinzelmädchen, der kann auch gucken und ist halt nützlicher bei der Wahl. Und man muss da nicht spielen, wenn man sich nicht so sicher ist. Mhm. Also du findest dafür geht es aber so auch länger die Runde, ne? Bei Werwölfe, weil es scheidet ja immer einer aus dem Spiel aus und du musst warten bis. Alle drei Werwölfe. Und ich glaube, Werwölfe ist aber auch nicht ab 8. Glaube ich, oder? Nee, es ist eigentlich mehr. Ich glaube, ab 12 sogar. Was ist denn mit euch? Ich kenne eure Hintergründe gar nicht. Seid ihr Werwölfe-Spieler? Ich spiele Werwölfe sehr gerne. Finde das ziemlich cool. Schon lange nicht mehr gespielt. Brauche halt die Runden dafür. Definitiv. viele Leute in einem Raum. Ne? Halt komisch. Warum hast du so lange nicht gespielt? Guter Käse. Du warst ja super. Das hat sich die letzten zwei Jahre nicht so richtig ergeben. Ja. Nee, ich finde es ganz lustig. Also auch wirklich so zum Handführen. Vier, Thomas, vier ist die Mindestspielanzahl. Mir würde jetzt ein bisschen die Komplexität oder so ein bisschen diese Rollenspiele tatsächlich fehlen, weil man tatsächlich nicht so viel ausspielen kann und nicht so viele Möglichkeiten hat. Mhm. Dann auch Taktiken zum Beispiel jetzt für die Sündenmaus oder so auszudenken, sich. Ne? Ja, klar. Weil man weniger Charaktere hat. Kritikpunkt für mich wäre jetzt aktuell noch diese App. Oh ja, da habe ich habe gewartet, ob es einer anspricht, also die wäre für mich auch absolutes No-Go. Also diese Computerstimme an der Google Maps ist ein No-Go für mich, das ist traurig. Also dass man da nicht einfach jemanden, einen normalen Sprecher engagiert hat, der das ein bisschen auslebt und ein bisschen nicht nur Text runterrattert, sondern vielleicht drei, vier verschiedene Varianten aufgenommen, die dann halt per Zufall, dass man, jetzt ist 1 Uhr und es wachen alle auf. Das wäre super Deluxe, das hat selbst Ravensburger nicht gemacht, aber dass du so ein bisschen Hintergrundgeräusch hättest und das ist das muss doch nicht mal ein Schauspieler sein. Es langt, einen guten Rollenspieler zu nehmen, den jeder Geek-Verlag irgendwo in der bekannten Szene hat. Five Moon Dungeon hat ja 5-6 Aufnahmen mit verschiedenen Sprechern. Genau, ja, das ist ja auch nicht aufwendig. Aber nicht ein Roboter, das geht gar nicht. Also und dann noch nicht gleichmäßig gesprochen. Ja. Da würde ich sagen, dann kann man es auch machen, dass ein geübter Rollenspieler oder ein Spieler jetzt zum Beispiel aus der Runde, das auch du machen könntest, sagen, Augen zu, dass trotzdem du spielst mit. Stimmt. Du spielst mit, aber du übernimmst trotzdem die Rolle des Spielleiters, weil du musst dafür die Augen in dem. Das ist, bei Werwölfe geht es nicht. Aber hier ist es wirklich ja nur eine Sprechstimme. Richtig. Das kann problemlos ein Spieler machen. Ist schöner als diese App. Ja. Vor allem mit den Hänger haben wir jedes Mal drauf gemacht. Das fand ich lustig. Also ich finde es aber auch, also wer meint, sorry, ich überspringe gerade Tobi, ich finde es unglaublich peinlich für einen Verlag, so eine App zu veröffentlichen. Ja, vor allem eine Billig-App. Uhr. Und dann nimmt man eine Google-Stimme. Tut mir leid. Ja. Geht gar nicht. Wenn ihr sowas macht, Deluxe, was ihr gesagt habt, aber Minimum einer, der Bock hat, da Thema reinzubringen. Vor allem, weil es ab 8 ist, dass man es weil es schon ein Familienspiel ist, dass man es kinderfreundlicher macht. Also die App verschwindet auch wieder aus meinem Handy dann raus. Ich wollte es halt zeigen und ich habe es eben kurz vorher mir angehört und dachte so, das ist nicht euer Ernst. Also das hätte man. Was mich halt wirklich technisch irritiert ist, dass die ersten drei Zahlen ganz normal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann
Später irgendwann 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es hat zweimal Hängen und dann, dann geht es wieder. 6, ja, genau. 4, 3, 2, 1, 0. Hat technisch überhaupt keinen. Ich garantiere dir, dass das von Jolly Sinker ist und die sind ja Taiwanesen, Japanesen. Hongkong. Und die haben halt hongkongische Zahlen in Google Dings eingetragen und haben das runterzählen lassen und Google hat irgendwie, die haben es natürlich immer neu aufgenommen. Und in zig Sprachen wahrscheinlich haben die das gemacht und Google war nicht so clever und hat dann halt mal irgend so einen Sprung drin gehabt. Garantiert ist das der Grund. Weil ein Sprung bei 6, ein Sprung bei 5, du kannst ja die Zahlen eigentlich nehmen und wieder... Ja, ja. Genau, es sind einfache Bausteine, die du immer wieder zusammensetzt. Und eine Uhr merkt man auch, dass es halt kein Native Speak... Also ich würde Jolly Sinkers verzeihen, weil die können kein Deutsch, aber nicht den deutschen Vertrieb. Die hätten dann einen sagen können, wir nehmen die Tonspur nochmal auf, tauscht es in der App aus. Dass man das, genau. Das verzeihe ich dann nicht. Ja. Das wäre auch... Weil das ist echt nicht viel Aufwand. Nicht mit der heutigen Technik. Nee. Aber das Spiel sonst, Tobi? Ich finde es gut. Ich finde es tatsächlich persönlich besser als das Werwolf. Weil einfach... keine Ausscheide. Ich bin so ein typischer Spieler, der nach den ersten zwei Runden ausscheidet. Weil ich mich immer irgendwie verdächtig mache. Warum auch immer. Ich sehe verdächtig aus. Und wenn es dann eine sehr große Runde ist, bist du dann halt mal eine halbe Stunde raus, wenn das reicht. Ja? Weil stimmt, manchmal schon allein eine halbe Stunde für eine Abstimmung ist. Ne? Ja. Und dann, wir hatten mal eine Werwolf-Partie mit, das gibt ja dann noch Erweiterungen und Erweiterungen der Erweiterung, wo irgendwie 20 Spieler dann mitspielen können. Wirklich bei einer großen Runde gespielt und die Runde, das Spiel ging irgendwie 2 Stunden und die am Anfang rausgeflogen sind, die können dann was anderes spielen. Ja. Genau. Das Motto, ne? Das kenne ich genauso. Ich habe es früher als Kind aber auch sehr gern gespielt, weil Werwölfe gibt es ja schon lang. Und statt Werwölfe, wenn du es nicht dabei hast, konntest du ja Mafia spielen, einfach mit einem Kartenset. So haben wir das gemacht. Und früher hat es uns nicht gestört. Inzwischen würde ich auch genau das sagen. Das ist extrem störend, dass die ersten Spieler eine Stunde zugucken vielleicht und nichts. Also die trinken dabei dann Alkohol, wenn es ältere sind. Das war's. Und da finde ich ja die ganzen anderen Werwölfe, die es halt besser machen ohne dieses Ding, finde ich halt tausendmal besser, wie zum Beispiel Resistance. Der Widerstand oder so. Die machen es halt alle besser. Ist aber auch leicht, einen Klassiker zu nehmen und den das was Schlechtes rauszufriemeln, als erstmal drauf zu kommen. Ne? Ich finde es super. Ich könnte es mir vorstellen, mit der Jana zu spielen, wenn sie noch 1-2 Jahre älter ist. Aber ich glaube, das macht Kindern Spaß, weil sie allein das Käse. Ich fand es jetzt komisch, dass der Erik genau das blöd fand. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder das mögen, diesen Käse zu stibitzen. Ja, das ist jetzt halt auch was Haptisches. Ja, ist richtig. Die Haptik finde ich halt auch gut. Aber ich finde, das Spiel zeigt ja, ob, also mit Kindern wird es vielleicht auch nicht so hardcore, dann, wenn es mehr Kinder in der Runde sind, dann wird es ja eher... Ich glaube, auch für uns die Runde wäre wahrscheinlich anders abgelaufen. Hätte, also jetzt, Erik hat da natürlich halt schon ein paar Signale gegeben. Kann man, also er hat das nicht gemacht, aber das ist halt, das ist natürlich so. Und dann hat man halt Erwachsene, die auf sowas achten, natürlich einen enormen Vorteil. Und dadurch, dass er jetzt dann mal Käsedieb war... Ja. Was ja Zufall ist. Ist aber auch nochmal spannend zu sehen, wie es mit, wenn es gleich verteilt wäre, wenn noch mehr Kinder wären, wie da die Reaktion wäre. Weil wir hatten jetzt nur Erik als einziges Kind. Das ist nochmal ein ganz anderes. Und da war jetzt in der zweiten Runde tatsächlich unglücklich, dass er wieder Kinder. Also ich glaube, du könntest das Spiel sogar, weil das hier können Kinder sehen, ne? Also definitiv. Das können sie sehr schnell. Ja, ja. Das kannst du vielleicht auch auf dem Kindergeburtstag spielen und du bist der Moderator und hast dann ein sehr leichtes Werwolfspiel. Nicht jeder, wie der Erik, kennt Werwölfe wahrscheinlich. Ja. Wäre also ein ideales, wie du es gesagt hast, Einstiegsspiel in dem Genre. Ja. Ich finde auch, man könnte ja, wenn man einfach nur anzählt, also die Uhrzeit ansagt, anzählt, Augen auf, Augen zu und der Erzähler zählt durch, kann man damit ein bisschen mehr so die Sensorik, das Feingefühl im Raum so ein bisschen versuchen, weil man hört ja dann Geräusche, die man zuordnen vielleicht, muss, also eventuell, oder vielleicht sogar das Hochheben oder so, kann man dann... Ne, Geräusche, etwas, was ich sowieso empfehlen würde bei solchen Spielen, da ruhig so eine leise Hintergrundmusik haben, die so ein bisschen irritiert vielleicht. Zur Atmung, ja, oder halt gerade nicht, um das halt ein bisschen... Ach so, dass sie selber mehr aufpassen auf irgendwas. Mich hat es auch tatsächlich gestört, dass die App nicht nochmal die Augen aufmacht, weil so kann es ja passieren, dass man bei dem mit zu einem Augen einen berührt und wollte das gar nicht. Also warum macht man denn nicht die Hand Augen kurz auf, weil so sagt ja die Anleitung, tut die Hände in die Mitte und macht sie dann zu. Weil dann berührst du nicht aus Versehen einen, der vielleicht denkt, dass du... Ich habe auch einen Impuls gehabt, die Hand nicht zu weit nach vorne zu machen. Genau. Ich kann und dann bist du aber vielleicht zu weit weg, dass derjenige dich... In der ersten Runde, als Erik ja dann nochmal den Tobi angetippt hatte, der ja schon in der Hitze war, und ich dann wirklich bei Nummer 9 quasi den Tipper bekommen habe von Tobi, dachte ich erst, oder ist jemand jetzt aus Versehen auf meine Hand gestoßen und bestimmt
weil das so spät war, dass ich dachte, das kann doch jetzt das nicht der Zipper gewesen sein. Der, ja. Der Thomas, ja, das war auch die Gefahr quasi. Das dass du halt die Augen, dass ja. Er gesagt hat, mach die Augen auf Gehör ein und dann soll der andere die Augen aufmachen. Gefühlt, also gefühlt hätte ich sofort die Augen aufgemacht. Genau, also, beide gleich. Das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Und dann vielleicht auch sofort, kürzer. Ja, das ist ja zu früh. Ist. Und nicht, ne? Warum macht die App dann noch eine zweite Stufe? Ja. Ich meine, im schlimmsten Fall spielst du es zweimal falsch, ja. Dann, wenn ja. Du es live spielst, dann resettest du halt. Das sind nicht mal wieder 10, ne? Das sind zweimal ja, fünf. Ja, ist richtig. Aber man hätte es trotzdem kürzer machen können und dann Hände wieder zurück, damit keine. Wenn ich keinen Bock habe, dann lass es. Der Thomas aus dem Chat sagt auch, die App ist leider schrecklich. Wenn diese Hänger kommen, merkt man, wie sehr sie aneinander gestückelt wurden. Ja, und in dem Fall, ich meine es wirklich ernst, in dem Fall, lieber Heidelberger, tut es mir leid, das geht gar nicht. Die App lösche ich direkt nach dieser Partie, das ist echt peinlich. Muss mal ändern, vielleicht kamt ihr noch nicht an die App dran, dann verstehe ich es. Aber man will ja thematisch, gerade bei Kindern, muss man für Thematik sorgen, damit denen das Spaß macht. Und dann ist das geht gar nicht. Nee. Das Spielprinzip ist gut und das Material ansonsten auch. Ja. Ja, das Material ist tipptopp. Ich habe mir überlegt, ob's. Aber man schüttelt ja nur kurz. Ne? Ein kleiner Tipp generell immer bei so Bechern: Man kann ja einfach, es ist ja nur ein Würfel, man kann einfach Filz reinkleben. Und dann ist es super. Wenn du es werkseitig halt machst, wenn du werkseitig schon Samt oder sowas rein. Ja, aber das macht halt das Spiel teuer. Weil das sind Standarddinger, das finde ich okay. Obwohl ich das ganz süß gemacht habe, finde, dass das in Baumsturmform nochmal ein kleines optisches. Ich finde auch die Grafiken super. Ich finde, das ist ein Stamm, es ist einfach. Ich sage, das ist außer die Sündenmaus, die ein bisschen auf den Hamster irgendwie aussieht. Ich finde es total toll, dass sie alle Mäuse einzeln illustriert haben. Die sehen irgendwie aus wie eine Maus. Die anderen sehen irgendwie ein bisschen mehr nach so hamstermäßig, ja. Die nur nicht. Aber trotzdem ganz süß. Oder die relativ dicken, die sehen ein bisschen mehr aus wie Hamster. Also das einzig Verbesserungswürdige wäre. Und was das soll, weiß ich nicht. Das haben die bewusst mir gegeben. Ja, ganz bewusst. Das war, nochmals Kamera rein, Cheese Thief, Mäusedieb in Deutsch. Ist erhältlich im Internet, kostet 22 Euro. Ich glaube, preislich ist das auch vollkommen in der Liga, wo es hingehört. Es ist natürlich teurer als Werwölfe. Wer hätte es gedacht, es hat halt nicht nur Karten, sondern Würfel und Plastikelemente drin und muss damit auch teurer sein. Okay. Und App löschen. Und aus dem Dings raus. Und ein Chat löschen. Nicht löschen, aber...